Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf GameCraft HD. Und ja, es gibt jetzt was ganz, ganz Wichtiges zu besprechen, denn im August folgt was ganz Tolles, denn ja, Bastita, Skinner und ich, beziehungsweise die beiden eher gesagt, veranstalten ein ganz großes, ja, Event im Habbo Hotel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich zeige euch das auf jeden Fall gleich nochmal. Und dort wird Olympia 2016 ja erscheinen, beziehungsweise ja halt gemacht. Vom 12.8. bis zum 8.9. Und jeden Tag gibt es Disziplinen, die halt gespielt werden. Und ja, jeder kann was gewinnen bei diesem großen Event. Und ja, wir drei, beziehungsweise die beiden, erhoffen sich natürlich viele Zuschauer. Und damit werde ich jetzt auch hier teilweise für das große Event. Und ja, aber allgemein sind bei solchen Events meistens um die 10 Leute schon dabei und wenn nicht gar sogar mehr, bis zu 30 Leuten. Aber gut, das sei nebensächlich. Ich möchte euch das Ganze jetzt erstmal hier vorstellen mit den Athleten, Disziplinen. Den Zeitplan muss ich jetzt nicht ganz genau erläutern. Ich habe ja schon gesagt, vom 12.8. bis zum 8.9. Das bedeutet in knapp einem Monat geht es los. Und ja, das Ganze möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Und natürlich habe ich mir vorgenommen, zu fast jedem Tag um die 3 Videos zu machen. Das bedeutet halt, ich werde eine Disziplin zum Beispiel, ich zeige euch das einfach mal. Also die Disziplin zum Beispiel, sagen wir mal, fang den Stuhl, Autobahn und errate das Wort. Kommt jetzt an einem Tag, was ich jetzt mir nicht vorstellen kann. Ich gucke mir das einfach mal an. Siehst du, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier, 12. August 2016 fängt das zum Beispiel an. 1945, Eröffnungsfeier. Ich glaube auch, dass der Bastita, der hat einen eigenen Kanal. Den werde ich auf jeden Fall mal unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr auf jeden Fall seinen Kanal mal auschecken. Wäre ganz cool, weil der macht wirklich tolle Videos und gibt sich viel Mühe. Zum Beispiel bei seinen Top 11 Videos, die er gemacht hat, jeden Tag ein Video gebracht, obwohl er arbeiten muss, obwohl er viel zu tun hat, macht er das für seine Community, finde ich richtig cool und checkt ihn auf jeden Fall aus. Und ja, ich sag euch jetzt erstmal, wie das hier ablaufen soll. Zum Beispiel am 12. August 2016, ja, nimmt der Bastita die Eröffnungsfeier auf der Olympischen Spiele, die ich wahrscheinlich auch aufnehmen werde, wenn ich das Ganze natürlich darf. Da gibt es Fang den Stuhl und Autoball, und ich weiß nicht, ob es Autoball jetzt genau geben wird am 12. August. Es kann sein, dass es das, ich glaube schon, dass es das gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, steht hier drin, also wird es wahrscheinlich kommen. Ja, wenn da jetzt was anderes steht, ist auch egal, auf jeden Fall werde ich die Eröffnungsfeier dann zum Beispiel 10 Minuten aufnehmen. Fang den Stuhl will ich zum Beispiel 10 Minuten aufnehmen und auch dann halt die Gruppenphase beim Autoball Gruppe A. Das habe ich mir dann halt so vorgestellt, dass ich da jeweils 10 Minuten reinstecke, weil ich kann ja nur insgesamt 10 Minuten mit der Bandicam aufnehmen und dann zeige ich euch die ganzen Disziplinen. Und wenn es zum Beispiel ein Finale ist und es sehr spannend ist, dann mache ich das so, dass ich halt das nächste Video aufnehme. Das bedeutet dann die erste Folge beinhaltet halt 10 Minuten, die zweite dann zum Beispiel auch, dann gibt es halt 4 Videos, kommt halt drauf an, wie die Laune ist. Auf jeden Fall werde ich, ja, so 3 Videos bis 2 Videos pro Tag einplanen, damit jeder mal ein bisschen von der Disziplin sieht. Zum Beispiel Bogenschießen finde ich ganz interessant, da kann man zum Beispiel die Qualifikation erstmal weglassen oder man macht die Qualifikation noch dazu und gibt dann noch das Finale halt auf den Kanal, was auch ganz gut wäre, finde ich. So ein Bogenschießen-Finale sollte man auf jeden Fall zeigen. Und ja, da kann man zum Beispiel 2 Videos für das Finale einplanen und ein Video für die Qualifikation. So habe ich mir das einfach mal gedacht, weil, ja, Finale gucken sich wahrscheinlich mehr an als halt nur, ja, so eine Qualifikation, ne? Also ich habe halt so vor, dass ich pro Tag, jetzt nicht jeden Tag, Video machen, was ich schon, ja, auf jeden Fall ein Video, denke ich, pro Tag, oder? Es kommt halt drauf an, wie die Zeit ist. Ich habe halt Schule, Berufsschule ist dann halt dran und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dann habe, aber ich habe mega Lust, ja, das Ganze halt
aufzunehmen und ich hoffe, das läuft alles perfekt. Weil ihr seht, zum Beispiel am 26., 29. und so hätte ich dann auch mal frei mit den Videos machen. Das soll jetzt nicht so klingen, dass ich jetzt das muss, aber ich möchte das so gerne machen. Deswegen einfach ja, diese Überlegung einfach von mir und ja, bis zum 7. September möchte ich gerne das durchziehen. Wenn jetzt zum Beispiel an einem Tag kein Video kommt, ich kann dir mal zeigen, welchen Tag Battle Banzai, wie geil ist das denn mal? Zum Beispiel moderner 5-Kampf, wenn zum Beispiel jetzt an diesem Tag mal nichts kommt, dann müsst ihr es akzeptieren, das ist dann halt auch egal. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich das hochladen werde. Da kann man zum Beispiel gut 3 Videos draus machen. Und ja, also man muss halt gucken, wie man das machen möchte. Auf jeden Fall am 12. August, ich kann das mal alles durchrushen, gibt es halt die Eröffnungsfeier, Fang den Stuhl und Autoball, genauso wie am 13. August. Ihr seht das ja alles, ne? Die Stadien kann ich ja auch nochmal im Video, extra Video machen. Das bedeutet, ich mache pro Tag halt, ja, wie sage ich, pro Tag mache ich dann Tag 1, Tag 2 und so weiter, so nenne ich das. Ich weiß nicht, wie Bastita das vorhat. Vielleicht macht er ja auch Videos, aber ich glaube, er konzentriert sich eher auf das Turnier. Deswegen kann ich ja auch die Videos da hochladen und halt auch machen, was auch nicht, glaube ich, das Problem sein wird. Ich werde mich mit ihm nochmal auseinandersetzen und werde ihn auch fragen, ob das gut, also ob das in Ordnung für ihn ist. Und ja, das ist halt alles. Ich werde natürlich auch die Seite hier nochmal verlinken. In der Infobox könnt ihr das Ganze nochmal nachschauen. Und ja, das Event allgemein könnt ihr nochmal nachschauen. Ich zeige euch das jetzt alles mal so ein bisschen. Ich kann natürlich noch ein zweites Video machen. Das ist der liebe Bastita. Und ja, ich denke schon, dass ich noch ein zweites Video mache. Allein, weil ich die Stadien nochmal zeigen möchte. Und ja, das ist meine Überlegung. Ja, wir haben es gerade 3:30 und ich mache dieses Video, also 3:30 nachts. Ein bisschen verrückt, aber gut. Die Athleten sind noch nicht drin. Oh doch. Da stehe ich zum Beispiel drin. Da sind schon einige drin, cool. Skinner, der auch Veranstalter ist, wird auch teilnehmen. Bin ich richtig gespannt, wie der Typ sich schlagen wird. Vor allem, weil er schon im Dezember, der gute Skinner hat im Dezember wirklich ein Turnier mitgemacht. Das war so ein Vorbereitungsturnier. Und ja, da hat er leider nie gewonnen. Und irgendwie gönne ich ihn das schon, wie Bastita auch, dass er sich den Titel dieses Jahr auch holt irgendwo. Das hat er sich wirklich verdient. Vor allem ist er wirklich immer bereit gewesen, ein Stadion zu bauen und hat so viel Zeit investiert. Da muss man wirklich sagen, Respekt, Skinner. Dankeschön dafür. Ich glaube, danke allein reicht da nicht. Da reicht wirklich nur eine Medaille, dass er auch hoffentlich schafft und gewinnt. Ja, wie gesagt, das sind hier die ganzen Disziplinen. Da steht halt drinne, Einzeldisziplin, wie das halt alles ist. Das könnt ihr natürlich alles nachschauen. Da möchte ich jetzt nicht genau reingehen und ins Detail gehen. Aber zum Beispiel hier seht ihr, das ist das Stadion, was dann halt so ist. Spielestätte und so weiter. Ich finde das ganz cool gemacht von Bastita. Das ist seine Seite und ja, ich werde auf jeden Fall den Bastita hier nochmal verlinken. Und ja. Was haben wir sonst noch? Zulässige Länder sind dann diese hier. Und ja, ich kann euch mal kurz Habbo zeigen. Das ist Habbo, das ist jetzt Habbo. Das heißt England. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Habbo England muss ich ja zeigen, jetzt weil Habbo.de geschlossen hat von 2 Uhr. Dann haben sie zu und um 8 Uhr morgens machen die halt auf. Das ist in 4 Stunden der Fall und ja. Oh, da wollte ich jetzt nicht drauf drücken. ja. Das ist das Ganze, was ich eigentlich zeigen wollte kurz. Und im nächsten Video verspreche ich euch, gibt es dann die Stadien. Ja, es gibt schon ein paar Stadien, die öffentlich sind und die werde ich euch dann mal zeigen. Die möchte ich auch sehr, sehr gerne zeigen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne gute Nacht. Im Juli gibt es noch die Frauen-WM, wie ich schon, glaube ich, mal gesagt habe. Ich weiß es nicht, wenn nicht, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Dann gibt es die Frauen-Weltmeisterschaft und im August geht es dann sehr schön los mit den Olympischen Spielen im Habbo.de. Ich freue mich richtig drauf, Leute, wirklich. Das wird auf jeden Fall ein fantastisches Event, wenn wirklich alles glatt läuft. Und ja, ich hoffe, das wird was Cooles. Und ich hoffe, auch ihr Leute da draußen kommt. Und ja, das war's. Gute Nacht, guten Tag, wie auch immer. Ciao.